Hey, heute spreche ich über Projektion, Feindbilder und die Kultivierung von Selbstmitgefühl als ersten Schritt, die beiden ersten Aspekte zu wandeln oder auch vielleicht erstmal sich bewusst zu werden. Alles, was wir an uns nicht lieben können, und dabei sollten wir natürlich uns auch bewusst sein, dass wir wahrscheinlich schon, bevor wir sprechen konnten, selber Ablehnung erfahren haben, weil wir sehr wahrscheinlich nicht mit Buddhas aufgewachsen sind und nicht, weil es jemand unbedingt böse mit uns meinte. Das heißt, diese Ablehnung ist häufig tief in uns und häufig bleibt dem heranwachsenden Kind ja auch nichts anderes übrig, oder man könnte es sogar auch positiv formulieren, der Mensch ist so ein mitfühlendes Wesen, dass er auf jeden Fall sich anpasst, auch dem Bild der Eltern, der Lehrer, der Gesellschaft, ja, der Menschen um sich herum entsprechen möchte, und dafür lehnen wir dann vielleicht gewisse Anteile an uns ab. Und all das, was wir an uns ablehnen, all das, was wir nicht an uns lieben können, das müssen wir dann ja auch projizieren, um damit wieder in Berührung kommen zu können. Deswegen ist eine Projektion erstmal nichts Schlechtes. Das heißt, wir sehen das dann vielleicht in anderen, ja, später im Leben. Wir sehen das vielleicht bei den Politikern, bei meinem Mann, meiner Frau, bei Geschwistern oder wo auch immer, und projizieren genau das, was wir an uns nicht lieben können, auf die anderen, kommen damit dann immer wieder in Kontakt und haben dann auch unsere Feindbilder. Und da liegt einerseits natürlich sehr viel Kraft und Energie, und andererseits schränkt das massiv unser Denken, Fühlen und Handeln ein, weil wir dann, auch wenn wir damit in Berührung kommen, weil die Projektion an sich ist überhaupt gar kein Problem, es ist nur ein Problem, wenn wir nicht lernen, dass Stück für Stück zu uns zurückzunehmen und uns diese Energie zu erschließen, weil wir dann immer wieder bestimmte Gedanken, Gefühls- und Handlungsmuster wiederholen. Und ja, in der chinesischen Tradition ist es so, dass all das, was wir halt irgendwie wegschieben oder ablehnen, ja auch im Speicherbewusstsein, im Hun gespeichert ist, und das wiederum ist mit den Augen verbunden. Und daher funktioniert das so ganz gut mit den Projektionen, aber ja, weil wir das dann halt in der Welt da draußen sehen. Aber heute möchte ich dir zeigen, wie du damit umgehen kannst. Und es gibt sogar einen ganz systematischen, klaren Weg. Und ich finde, nirgendwo ist das so klar beschrieben wie im tibetischen Geistestraining, wo du nämlich als allererstes erstmal auch Maitri kultivierst, nämlich ein Gefühl von Liebe, von Güte, von Wohlwollen. Und wenn man dann mit so Mönlams arbeitet, mit so Wunschgebeten, aber Wunschgebet im Sinne einer guten Absicht, dann beginnt man immer erstmal bei sich selbst, wünscht sich selbst, dass man Glück und die Wurzel des Glücks erfahren möge, verweilt mit dieser Energie. Und im zweiten Schritt, das ist ganz spannend, da kann man dann nämlich auch die positive Form der Projektion nutzen, ruft man sich ein Wesen ins Bewusstsein, das man sowieso schon mit Leichtigkeit lieben kann. Und das kann dein Hund sein, deine Katze, das kann aber natürlich auch dein Mann, deine Frau, deine Kinder, wer auch immer sein. Und dann verbindest du dich mit dieser Liebe. Und dann spürst du die, und dann gibt es so weitere Schritte dadurch. Aber wir brauchen immer erstmal wieder diesen Kontakt, dass wir anfangen, auch das in uns zu lieben, oder überhaupt erstmal uns wieder mit dieser Ressource der Liebe verbinden. Und dann gehen wir nämlich bei den Mönlams weiter, dass wir das auf Freunde ausdehnen, dann auch auf neutrale Wesen, ja, also wo wir irgendwie uns das mehr oder minder egal ist, und dann auch auf die Feinde. Und mit dem, was ich vorher gesagt habe, haben wir es schon im Bewusstsein, dass ich mir eigentlich immer nur selbst begegne. Daher ist im tibetischen Geistestraining die Beziehung zu anderen immer der Schlüssel zum Glück. Ja, wir denken ja dann auch oft, ich tue das für die anderen. Sekundär ja, aber primär tust du das natürlich für dich. Du begegnest dir selbst, wenn du deine Projektion zurücknimmst. Und es gibt noch ein weiteres wichtiges Mittel, nicht nur, dass du anfängst,
deinem Feindbild als Energie in dir zu begegnen und damit liebevoll zu sein und Liebe und Mitgefühl zu kultivieren, sondern auch wie in vielen fernöstlichen Methoden arbeitest du mit dem Prinzip der Umkehr und kannst dann sogar Tonglen üben. Das heißt, ja, Tonglen will das jetzt nicht so weit ausführen, aber es ist eine Methode, wo wir mit dem Prinzip der Umkehr arbeiten, wo wir auch erstmal die Herzenskraftquelle, deine Energie im Herzen wecken oder ein Gefühl von Weite und Raum und dann eigentlich all das einatmen, was wir ablehnen und all das ausatmen, was wir auch als gutes, kraftvolles, vielleicht uns selber wünschen, aber auch der Welt wünschen. Und auch hier kann ich genau erstmal für Menschen üben, die mir wohlgesonnen sind oder die ich als wohlgesonnen erlebe. Und ich kann es dann aber natürlich auch auf alle Wesen ausdehnen und ich kann es ganz bewusst auch für Feindbilder nutzen. Aber wenn du damit arbeiten magst, ja, lege ich dir ans Herz, wirklich einfach erstmal diese ersten Schritte zu kultivieren, wirklich erstmal damit präsent zu sein, zu schauen, was nehme ich eigentlich wahr, wenn ich mir selbst alles Glück, die Wurzel des Glücks wünsche und wie fühlt es sich an, wenn ich ein Wesen, das ich mit Leichtigkeit lieben kann, das wünsche und das dann ja auch im Herzen trage, das dann vielleicht einem guten Freund wünsche, dann jemanden, mit dem ich nicht so eine enge Beziehung habe oder wo es mir eigentlich egal ist, und dann jemanden, den ich schwierig finde. Ja, und das Stück für Stück immer wieder zu üben und wie bei jedem Training, ja, Wiederholung macht den Meister, um zu gucken, wie ich mir selbst dabei begegne. Und wenn du magst, wir haben auf unserer neuen Homepage, die du dir gerne anschauen darfst, unter Seminare, ein Seminar, das heißt das furchtlose Herz, das kannst du auch zu jeder Zeit praktizieren, weil es ja eine Aufzeichnung ist aus einem Seminar, das wir 2021 durchgeführt haben. Und da lernst du in 5 einfachen Schritten, die aufeinander aufbauen, Stück für Stück diese Energie zu vertiefen. Und sonst gibt es natürlich auch bei dem Podcast, bei dem alten Podcast Be What You Are, jede Menge Material dazu, wenn du das noch vertiefen möchtest. Ich wünsche dir alles Gute, viel Freude damit.